Naja, das ist sozusagen der farbenblinde Modus. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Spiel. Grafik. Auswahlkreise, Schrift für Mauszeiger, farbenblinder Modus. Ah ja, dann wird alles hier bläulich gemacht, okay. Grafik, okay. Nee. Grün ist immer so das Klassische in den Spielen, auch wenn ich zugeben muss, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Habe ich dann doch lieber grün in den Auswahlkreisen und allem. So, hier müsste alles friedlich sein. Oh, da fällt mir ein, hier ist ja eine Händlerin. Eine Chemiehändlerin gewesen, genau. Welcome. Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Was hat sie denn eigentlich so Schönes? Das sind wahrscheinlich nur alchemistische Zutaten, oder? Jo. Adrak, Saurib, Wolfshaut, die haben wir verkauft. Zerschmetterte Animatsachen. Gut. Okay. Das heißt, du kommst mal da rein. Ich vertraue mal Edda mit seinem neuen Schild. Wo ist denn die Schadensreduktion? Ah, das rechne ich mal kurz selber aus. Du hast hier Abwehr 16 plus 4 Schildabwehr. 16 plus 4. Du hast 12 plus 8. Macht auch 20. Hast aber diese ganzen Verteidigungen und machst die Genauigkeit weniger runter. Und sie ist cool aus. Besser als hier, auf jeden Fall besser als irgendeine Tür. So, Fallen können weg. Tag der starken Regeneration. Tag der Infusion mit Lebensessenz. Den kannst du mal haben. Gut. Eisengebundenes Zauberbuch. Ja, Zauber verbrauchen. Das wäre auch mal so eine nette Sache. Schriftrolle der geringen und der leichten Wiederherstellung. Das ist ein noch schwächerer Zauber. Was haben wir eigentlich so an Zaubern? Verzauberung absteigend. Wir haben jede Menge Schilde und so, die wir verkaufen könnten von Zaurips. Hier haben wir nicht viel. Hier auch nicht. Ah, Zauber. Schriftrolle der mittleren Wiederherstellung zum Beispiel. Kann Doritz gern haben. Schriftrolle des Insektenschwarms. Kann keiner haben. Das ist eine Wissensschriftrolle der Wiederbelebung. Nein, die heben wir uns mal auf. Chaosfuß. Gebet gegen Gebrechen des Schutzes. Ritual der jugendlichen Seele. Athletik. Angstexorzismus. Nee. Das könnten wir keiner noch geben. Also erstmal könnten wir die noch hier rausholen und die Edda geben. Flinke Füße Trank kann auch raus. Trank der kleinen Ausdauer. Der Trank kann auch raus. Das ist ein Meisterschützentrank. Gegenstandstyp mal bitte sortieren. Das ist alles Nahrung dann. Schnaps. Und das sind alles Zauber und Fallen. Okay. Gegenstandstyp. Haustiere, Fackeln, Dietriche und so weiter. Zutaten. Lindwurmflügel. Questgegenstände haben wir auch alles mögliche. Schwertgriff, viszeralische Standarte. Alter Verliesschlüssel, invitanischer Schlüssel. Polierter und rostiger, geologische Karte. Notiz von Azzo, Krankheitsdinger, gravierter Silber, Schädelschlüssel, Schlüssel und so weiter. Und das sind hier die Gegenstandstypen, okay. Keine Sortierung. Edda, wenn wir mal wieder gegen Giftviecher kämpfen. Du hast davon schon viel zu viele eigentlich. Aber nimm trotzdem mal beide. Und du hast noch den hier.
Du bist der kleine Ausdauertrank, also den kannst du schlucken, wenn du wieder verletzt bist. Da muss Palegina nicht unbedingt immer heilen. Und sie kann so einen schwachen Regenerationstag am Anfang von Kämpfen zu sich nehmen. X-Mattel-Reispfanne, Perlholzhuhn, Rauhtei-Süßpastete. Dafür haben wir nicht genug Zutaten. Schriftrollen. Können wir irgendeine schöne Schriftrolle? Wiederherstellung der großen Ausdauer. Ja. Tränke. Und das gucken wir alles bei Gelegenheit mal. Ich gehe jetzt hier zum Schmied rein, verkaufe dir meine überschüssigen Schilde und so weiter. Und guck mal, was der an Nettes an Waffen hat und Rüstungen hat. Irgendetwas, was uns nützlich sein könnte. Eine gute Armbrust zum Beispiel oder einen guten Kriegsbogen. Für Durenz oder so. Gucken wir mal. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Die Stunde von Sandrulband. Sie nach einem ziemlich mächtigen hohes Gras. Entschlossenheit 2, nicht, das ist ein Stab. Das ist ein. Also das ist ein Kampfstab, das ist ein Zauberstab. Der Grollheger. Speer. Moskito ist ein Degen. Und das war's wohl mit den verzauberten Sachen, hä? Ja, der Rest sind Zaurib, Speere und so weiter. Obwohl, haben wir hier noch was? Anguis Brustharnisch. Gut und athletisch, leichte Rüstung. Matrose vom weiten Wasser. Hat weniger SR. Erholungsgeschwindigkeit, minus 20 ist klar. Schadensreduktion. Haben wir hier schon außergewöhnlich drauf? Athletik. Nee. Gute Rothaut. Gibt nichts Besonderes hier, würde ich sagen. Dietriche. Nehmen wir mal alle 5 Dietriche von dir. Und dann geben wir dir Verzauberung. Jede Menge Schilde, die nur 5 KP wert sind. Und jede Menge Zauribspeere, die alle auch nur 5 KP wert sind. Stilett und Bögen. Oder kauft er die uns zu einem schlechten Preis ab? Ich würde gerne auf Seite 1 wieder wechseln. So, dann kriegst du noch hier die ganzen Dinger. Guter Säbel. Den Säbel, den ich hier so verzaubert habe. Ne, den behalten wir mal. Guten Jagdbogen kannst du kriegen, den haben wir doppelt, genauso wie einen guten Streitkolben. Alles andere sieht ganz okay passabel aus. Und handeln. So. Wollen wir wieder hier raus, wollen schlafen und dann in die engvitanischen Ruinen zurück. Ja, Pillars of Eternity von 77.000 Fans. Ich zähle ja auch zu diesen Fans, nur leider habe ich keine Kreditkarte, deswegen konnte ich kein Baker sein. So, dann einmal hier rein. Der langsame Modus kann verwählen, wir haben Charaktere im Kampf Befehle zu erteilen. Da ist mir die Pausenfunktion irgendwie doch lieber als der Zeitlupenmodus. So, einmal schlafen. Mach auf jeden Fall dein Fenster zu, falls dein Zimmer auf der Tigris Laden zugewandten Seite liegt. Ja, wird wahrscheinlich nicht mehr nötig sein.
Plus 2 Macht, plus 2 Verfassung, plus 2 Intelligenz. Genau das brauchen wir. So. Alle fit und ausgeruht. Tigris Laden ist ja jetzt leider leer. Das heißt, von dem können wir gar nichts mehr kaufen. Höchstens ein Neuer hat sich in dem Laden eingenistet, nachdem wir Tigril wegen seiner Mittäterschaft über den Haufen geschlagen haben. Oh, es ist dunkel. Wir können ja mal kurz reingucken. Aber dann dürfte niemand mehr leben. Wir hätten natürlich auch einfach nicht da hochgehen können, sondern einfach irgendwo in dem Dungeon rasten können. Aber nee, hier drin lebt leider niemand mehr. Gut. Das heißt, jetzt geht es zu den ingvitanischen Ruinen zurück. Da wir ja jetzt diesen mächtigen Säbel und so haben, dürfte das ja etwas leichter von der Hand gehen. Kanne aktiviert, Schütze und bis an die Zähne bewaffnet. Achso, also die Gruppe betreten hat. Gut. Sturmwallschlucht, einmal 6 Stunden. Reisezeit. Ach ja, darauf habe ich auch gar nicht geachtet. Es soll ja mit dem Patch 2.0 hinzugekommen sein, dass man jetzt Anzeigekreise hat. Gefolgsbazartag, insgesamt bezahlter Lohn 400. Okay. Das ist wohl verkraften. Ich habe ja 8, die jeden Tag 10 Kupferpads verlangen. Das sind 80. Also alle 5 Tage ist Zahltag. Gut. Ja, was wollte ich gerade nochmal sagen? Ja, genau das mit dem Auswahlkreisen. Das ist, glaube ich, wo wird das? Im Schwierigkeitsgrad aktiviert, oder? Hervorhebung des Wirkungsbereichs. Genau das hier. Das wird uns also allerdings nicht angezeigt, da wir im Expertenmodus sind. Ja, das sind wir ja zum Glück. Hier liegt immer noch ein toter Löwe. Das ist doch ein toter Löwe, oder? Ja, oder ein toter Säbelzahntiger oder wie man es auch immer nennt. Ah, und hier ist der Eingang. Genau. Hagrim rennt natürlich vor. In seiner ziemlich komisch aussehenden Rüstung. Aber Schönheit ist nicht alles. Vor allem nicht in so einem Spiel, wo man zum Glück nicht in Third Person spielt. Wo es einem egal sein kann, ob die Helme wie Grütze aussehen. Wobei es eigentlich einigermaßen geht hier in Pillars of Eternity mit den Helmen. So. Ah, falsche Taste. Steady does it. So. Die Stimme hat uns gesagt, wir sollen uns die ganze Zeit links halten. Stimmt das auch so? Traum, die Bronze unter dem See. Traum und Erinnerung, war das mit der trauernden Mutter? Asche des Glaubens. Ja, wie auch immer. Das war das mit dem Drachen.
Okay. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich höre jetzt gerade keine Banshee weinen. Oder Todesfee.